Wollen uns einstimmen auf den heutigen Gottesdienst mit dem Lied 273. O Herr, nimm unsere Schuld. O Herr, nimm unsere Schuld, mit der wir uns belasten, und führe selbst die Hand, mit der wir nach dir tasten. Wir trauen deiner Macht und sind doch oft in Sorgen. Wir glauben deinem Wort und fürchten doch das Morgen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei allezeit mit euch. Und mit deinem Geiste. Wir dürfen euch alle recht herzlich begrüßen aus unserer Pfarrkirche hier in Neunkirchen an diesem 5. Fastensonntag, dem Sonntag der Passion, des Leidens. Auf diesen heutigen Sonntag werden die Kreuze verhüllt bis zum Karfreitag, an dem wir das Kreuz wieder enthüllen und es als Baum des Lebens verehren. Wir sind heute das erste Mal live über Facebook. Wir hoffen, dass die Übertragung auch hält. Und es freut uns, dass ihr jetzt mit uns hier verbunden seid. Das Gebet, die Kirche kennt keine Grenzen. Gott ist immer und überall. Und so wird Jesus heute auch im Evangelium sagen, du wirst Herrliches sehen, wenn du glaubst. In der Auferweckung des Lazarus zeigt Gott in Jesus Christus, dass der Tod kein Hindernis für ihn ist. Gottes Liebe ist stärker. Dieser Liebe wollen wir uns jetzt auch anvertrauen in dieser prekären Situation, die unsere ganze Welt erlebt, und ihn um Vergebung unserer Sünden und Fehler bitten, aber gleichzeitig auch um den Glauben einer Martha, die sagt, ja Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, die Auferstehung. Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der Herr über alles, was lebt und atmet, Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Du Retter aus Not und Verzweiflung, Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er nehme von uns Sünde und Schuld, er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Lasset uns beten. Herr unser Gott, dein Sohn hat sich aus Liebe zur Welt dem Tod überliefert. Lass uns in seiner Liebe bleiben und mit deiner Gnade aus ihr leben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht Gott der Herr: Siehe, ich öffne eure Gräber und hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern herauf. Ich bringe euch zum Ackerboden Israels. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch, mein Volk, aus euren Gräbern herabhole. Ich gebe meinen Geist in euch, dann werde ich lebendig und ich versetze euch wieder auf euren Ackerboden. Dann werde ich erkennen, dass ich der Herr bin. Ich habe gesprochen und ich führe es aus. Spruch des Herrn, Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Lösung in Fülle. Aus der Tiefen rufe ich her zu dir, mein Herr, höre doch meine Stimme. Lasse deine Ohren achten
auf mein Flehen um Gnade. Beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Würdest du, Herr, die Sünde beachten, mein Herr, wer könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit man in Ehrfurcht dir dient. Mein Herr ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele. Ich warte auf sein Wort, meine Seele warte auf meinen Herrn. Mehr als die Wächter auf dem Morgen, ja, mehr als die Wächter auf dem Morgen. Mein Herr ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Israel, warte auf den Herrn, denn mein Herr ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Bei Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Herr Jesus, dir sei Ruhm und Ehre. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sandten die Schwestern des Lazarus Jesus die Nachricht: Herr, sieh, der, den du liebst, er ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er: Diese Krankheit führt nicht zum Tod, sondern dient der Verherrlichung Gottes. Durch sie soll der Sohn Gottes verherrlicht werden. Jesus liebte aber Martha, ihre Schwester und Lazarus. Als er hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Danach sagte er zu den Jüngern: Lasst uns wieder nach Judäa gehen. Als Jesus ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Jesus sagte zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha sagte zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, der in die Welt kommen soll. Jesus war im Innersten erregt und erschüttert. Er sagte: Wo habt ihr ihn bestattet? Sie sagten zu ihm: Herr, komm und sieh. Da weinte Jesus. Die Juden sagten: Seht, wie er ihn lieb hat. Einige aber sagten: Wenn er den Blinden die Augen geöffnet hat, hätte er dann nicht auch verhindern können, dass dieser hier starb? Da wurde Jesus wiederum innerlich erregt und er ging zum Grab. Es war eine Höhle, die mit einem Stein verschlossen war. Jesus sagte: Nehmt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte zu ihm: Herr, er riecht aber schon, denn es ist bereits der 4. Tag. Jesus sagte zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da nahm sie den Stein weg. Jesus aber erhob seine Augen und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du immer mich erhörst, aber wegen der Menge, die um mich herum steht, habe ich gesagt,
damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Nachdem er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Da kam der Verstorbene heraus. Seine Füße und Hände waren mit Binden umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verhüllt. Jesus sagte zu ihm: Löst ihm die Binden und lasst ihn weggehen. Viele der Juden, die zu Maria gekommen waren und gesehen hatten, was Jesus getan hatte, kamen zum Glauben an ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus sagt eben, wie wir schon eingangs gesagt haben: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Der Glaube ist jene Kraft, die uns gegeben ist, auch in schwierigen Momenten standzuhalten, nicht aufzugeben, nicht zu verzweifeln, sondern immer wieder unser Angesicht aufzuheben, unsere Herzen dem zu öffnen, der uns das Leben gegeben hat und der diesem Leben vor allem aber auch ein Versprechen innegelegt hat, nämlich, dass es ein Leben sein wird, das in die Ewigkeit übergehen wird. Gottes Liebe kennt keine Grenzen. Im bildlichen Sinne übertragen hat Martha eben Christus gesagt, dass Lazarus, der schon den vierten Tag tot ist, schon riecht. Wir können ihn unter Anführungszeichen gar nicht so stinken, dass Gott sich von uns abwendet, dass sie irgendwie Ekel für uns empfinden könnte, sondern Gott hält zu uns, er liebt uns, er weiß um uns. Er ist es auch, der uns dieses Leben anvertraut hat und diesem Leben, wie schon gesagt, eine Ewigkeit eingelegt hat. Das Interessante in diesem heutigen Evangelium ist, dass die Leute heute zu Jesus sagen: Herr, komm und sieh. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums ist es Christus, der den Jüngern sagt: Kommt und seht. Wenn wir Christus nachfolgen, sehen wir, wo er wohnt, wo er ist, wie er wirkt und dass er wirklich, wie er selbst gesagt hat, die Auferstehung und das ewige Leben ist, der Weg, auf dem wir vorangehen sollen, auch in Zeiten wie diesen. Es ist schwer für uns, nicht als Gemeinschaft vereint zu sein, im physischen Sinne, aber wir sind vereint als Gemeinschaft im Gebet, als Gemeinschaft, die an diesem Gott festhalten und wissen, er wird uns auch durchführen. Vieles können wir nicht verstehen und deuten. Immer wieder auch im Evangelium des Johannes hat Christus dieses Problem, das die Leute nicht verstehen. Und deshalb fordert er immer wieder den Glauben. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Ich wünsche uns allen, dass wir wirklich an diesem Glauben festhalten. Aus diesem Glauben die Kraft schöpfen für die Tage, die kommen werden, dass wir niemals aufgeben. Und dass wir miteinander diesen Gott anrufen, dass er uns beisteht. Und Jesus dankt dem Vater, dass er ihn erhört hat. Und Christus sagt uns auch: Was ihr im Namen, in meinem Namen den Vater bittet, das wird er euch schenken. Und so wollen wir Gott bitten, um einen starken Glauben, um ein unerschütterliches Vertrauen in ihn, aber vor allem, dass diese Krankheit, diese Bedrängnis bald vorübergehen möge. Und er vor allem denen beisteht, die von Krankheit, von Schwäche, von existenziellen Ängsten, aber auch vom Tod betroffen sind, dass sie wirklich spüren, Gott ist mit ihnen. Und so wollen wir diesen unseren Glauben an Gott, den Vater, miteinander bekennen und bekräftigen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel,
Er sitze zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. In Jesus Christus hat Gott den Tod überwunden und zeigt sich als der Gott des Lebens. Ihn bitten wir, indem wir rufen, du Gott des Lebens, höre uns. Steh allen zur Seite, die täglich ihren Glauben leben, und erfülle sie mit Freude und Vertrauen. Du Gott des Lebens, höre uns. Sei den Menschen nahe, die um einen lieben Angehörigen trauern, und stärke sie durch die Hoffnung auf die Auferstehung. Du Gott des Lebens, höre uns. Gib den Verantwortlichen in der Welt deinen Heiligen Geist, damit sie die Geschicke der Menschen in Frieden und Gerechtigkeit leiten. Du Gott des Lebens, höre uns. Hilf allen, die sich Christen nennen, Christus als den Herrn über Leben und Tod zu bekennen und zu verkünden. Du Gott des Lebens, höre uns. Begleite alle, die sterben, auf ihrem letzten Weg, und öffne ihnen das Tor des ewigen Lebens. Du Gott des Lebens, höre uns. Diese Eucharistiefeier gedenken wir vor allem der verstorbenen Anna Köpke sowie der verstorbenen Johannes und Franz Gamperl. Herr, vollende an ihnen, was du in der Taufe begonnen hast. Du Gott des Lebens, höre uns. Gemeinsam wollen wir uns in Stille vereinen, um Gott unsere ganz persönlichen Anliegen anzuvertrauen, im Bewusstsein, dass er uns erhört, was wir in seines Sohnes Namens bitten. Bitten wir ganz besonders für alle Erkrankten, für alle, die schon verstorben sind, vor allem für ihre Angehörigen, für alle, die gerufen sind, in diesen schwierigen Zeiten anderen zur Seite zu stehen, um Gottes Kraft und Gottes Segen. Gott, unser Herr, durch die Auferstehung hat Jesus den Tod überwunden und neues Leben für alle, die glauben, erschlossen. Höre auf unsere Bitten und erhöre sie durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Wir wollen unsere Gaben bereiten mit dem Kehrvers 189. Siehe, wir kommen mit Jauchzen. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstockes und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit es uns der Kelch des Lebens werde. Siehe, wir kommen, kommen mit Jauchzen, unsere Gaben zu bringen. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus meinen Händen, zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Erhöre uns, allmächtiger Gott, du hast uns durch dein Wort zum Zeugnis eines christlichen Lebens berufen. Reinige uns durch dieses Opfer und stärke uns zum Kampf gegen das Böse. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist.
Herzen. Wir haben sie danken. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, Heilig Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Da er Mensch ist wie wir, weint er über den Tod seines Freundes. Da er Gott ist von Ewigkeit, rief er Lazarus aus dem Grabe. Er hat Erbarmen mit uns Menschen und führt uns zum neuen Leben durch die österlichen Sakramente. Durch ihn preisen wir das Werk deiner Liebe und feiern uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang deiner göttlichen Herrlichkeit. Singe Sanctus 711. Heilig, 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 heilig ist der Herr. Heilig, 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 heilig ist nur Herr, der nie begonnen, ewig ist und waltet, sein wird immer da. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte dann, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis unseres Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank
dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deiner Auserwählten, mit der seligen Frau Gottes Mutter Maria, mit dem heiligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Franziskus von Assisi und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Christoph und die Gemeinschaft der Bischöfe, unseren Priester und Diakone, alle, die zum Dienste der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete, die Hilfe samt die Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer Verstorbenen, Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht, der Geist, der uns Mut zuspricht, der Geist, der uns befähigt, Vertrauen und Glauben zu haben. Und so wollen wir vereint in seinem Namen zu Gott, unserem Vater, beten, wie Christus der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allen Bösen und gib Frieden in unseren Tagen, in unseren Familien, in unserer Welt, in unseren Herzen. Komm uns zu Hilfe mit deinen Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du bist unser Friede und unsere Versöhnung, dich bitten wir. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Und der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Mein Heiland, Herr und Meister, dein Mund so segensreich sprach einst das Wort des Heiles, der Friede sei mit euch, O Lamm, das offen trägt.
Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben, so spricht der Herr. Wir singen das Lied Nummer 289, O Haupt voll Blut und Wunden. Wir singen die ersten zwei Strophen. O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und voller Ruhm, O Haupt zum Spott gebunden, lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns das Sakrament der Einheit geschenkt. Lass uns immer lebendige Glieder Christi bleiben, dessen Leib und Blut wir empfangen haben. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Wir hoffen, dass die Übertragung gehalten hat. Wir wünschen euch hier von unserer Pfarrkirche aus, von unserem Konvent aus, alles Gute, viel Kraft und Zuversicht und vor allem auch Klugheit, diese Zeit gut miteinander zu verbringen und auch diese Bedrängnis zu überwinden. Der Segen Gottes, den wir nun spenden, möge euch alle erreichen. Segnet einander auch
im gemeinsamen Gebet, in der gemeinsamen Fürsorge auch darauf achten, wer braucht ganz besonders unsere Hilfe, unseren Zuspruch in diesen Tagen. Was die Karwoche betrifft, die Art und Weise, wie wir das als Pfarrer feiern werden, werden wir euch in den nächsten Tagen über die Homepage und über Facebook informieren. Wir werden eben auch diese Gottesdienste von hier aus übertragen und bitten euch einfach wirklich im Gebet verbunden zu sein. Und wir sind alle zuversichtlich, dass wir bald wieder als Gemeinschaft hier vor Ort miteinander feiern können. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter, unseres Vaters, des heiligen Franziskus, der heiligen Clara, der Pestheiligen und der Nothelfer, segne, behüte und geleite euch der dreieine Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in seinem Frieden. Dank sei Gott dem Herrn. Wollen wir uns Maria anvertrauen mit der ersten und dritten Strophe von Segne du Maria, 535. Segne du Maria, segne mich dein Kind, dass ich hier den Frieden, dort den Himmel find. Segne all mein Denken, segne all mein Tun, lass ihn deinem Segen Tag und Nacht mich ruhen. Lass in deinem Segen Tag und Nacht mich ruhen. Segne du Maria unsere letzte Stund, süße Trost des Worte, flüstre dann der Mund. Deine Hand, die Linde, drückt das Aug uns zu. Bleib im Tod und Leben unser Segen du. Bleib im Tod und Leben unser Segen du. Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib.